Also bevor ich mich jetzt umdrehe und ihr in diesem Video das neue zukünftige Imkereigebäude seht, und ich euch das ein bisschen vorstelle, habe ich einfach noch eine Bitte an euch. Wenn wir da jetzt reingehen, ich erzähle euch ein bisschen, was ich vorhab. Wenn ihr da Ideen habt und Verbesserungsvorschläge, konstruktive habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, weil wie gesagt, das ist ein bisschen ein Unikat, was wir hier vorhaben. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Imkerei-Neubau. Man muss da Kompromisse finden und da bin ich über Ideen und Anregungen dankbar. Also, jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, so, hallo. Neues Video, wie versprochen, endlich mal mit unserem neuen Betriebsgebäude im Hintergrund. Also wer mir auf Instagram folgt, der hat es ja aus dieser Ansicht schon mal gesehen. Ich stehe gerade einfach unterhalb. Ne, hier hinter mir sind Misthaufen, der gehört nicht dazu, Weinberge. Ja, es ist die alte Kelter hier bei uns im Ort. Ist laut Denkmalamt eines der ältesten Gebäude auf dem Schurwald, ist natürlich dementsprechend auch ein Denkmal. Und ja, da muss man dann eben entsprechend im Vorlauf, bevor wir jetzt die Umbaumaßnahmen anfangen, sich da mit dem Denkmalamt unterhalten, sich die Umbaumaßnahmen genehmigen lassen. Aber das hat super funktioniert, ne? Also da muss man sagen, mit diesen ganzen Behörden und Ämtern, wo wir zu tun haben, bisher wirklich ganz super Zusammenarbeit und sehr lösungsorientiert. Man wird zurückgerufen, wenn der Anruf verpasst wurde. Also bin ich durchaus positiv überrascht. Ja, gehen wir einfach mal rein. Ne? Dann kann ich euch einfach, dann seht ihr mal, wie es bisher drinnen aussieht. Und ich erzähle euch ein bisschen, wie wir das dann im besten Fall den kommenden 2, 3 Wochen umbauen, bevor es dann wirklich mit den Bienen stressig wird. Also das hier, Kelter Vorplatz, wird der Betriebshof, muss noch ein bisschen ausgebessert werden. So kann man hier schlecht mit der Ameise oder dem Stapler fahren. Wir gehen dann einfach mal hier rein in diese Türe oder wartet mal, ich zeige euch mal prinzipiell noch. Hier gibt es noch dieses Vordach, ne, hinter mir. Das war ja früher im Prinzip so, dieses Vordach ist da, da hat man die Trauben abgeladen. Ne, als ich noch ein kleines Kind war, hat man die von Hand noch durch diese Läden reingeschaufelt. Später hat man, das Loch gibt es noch da oben, wie so ein Staubsauger die Trauben einfach hier reingesaugt. Und jetzt kommen wir zum euch vielleicht interessanteren Teil, wie es da innen aussieht. Ich hoffe, dass das mit dem Licht hier geht. Lassen wir mal die Tür offen. Also wie für alte Keltern im Prinzip typisch, haben die ein relativ steiles Dach, sind relativ hoch und ne, sie ist im Prinzip leer. So, wir haben jetzt hier drüben einen Einbau, das war früher das Weinlager. Hinten gibt es ein Kälterstüble. Und ja, es ist einfach so, ne, die Trauben kamen dann im Prinzip hier rein. Abwehrmaschine, hier stand die Presse und hier hinten standen dann überall große Tanks, wo der Wein gelagert wurde. Und es wurde jetzt alles im Frühjahr ausgebaut, sodass wir eigentlich ein leeres Gebäude haben. Wir werden jetzt, nächste Woche kommt das Holz. Wir werden hier einen Holzeinbau machen. Und zwar werden wir das Gebäude teilen in einen, sage ich jetzt mal, unsauberen Bereich, also Beutenlager, Wachslager, Maschinen, Werkstatt auf diesem Bereich. Und hier hinter mir wird im Prinzip der saubere Bereich sein. Sprich Honiglager und alles weitere. Hier stehen wir praktisch in einer Schleuse.
einfach eine Schmutzschleuse. Hier hinter mir kommt eine Trennwand, hier kommt eine Trennwand. Dann hat man hier eben diesen sauberen Bereich, hier diesen anderen Bereich. Ja, also da werdet ihr in Zukunft sicherlich noch mehr sehen. Ich gehe mal lieber raus, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Licht auf dem Film kommt. Wenn ich euch das erzähle, also da werdet ihr jetzt in Zukunft, ich werde das filmen, ne? Da waren ja durchweg die Kommentare sehr positiv, dass euch das interessiert. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache, weil das Licht da drinnen, aber das wird man auch lösen, das Problem. Und ja, so sieht es im Prinzip aus, ne? Es gehört noch ein paar Wiesen dazu, wo wir dann ja auch ein bisschen unsere Führungen machen. Meine Königinnen möchte ich hier machen, vielleicht auch einen Teil der Vermehrung. Wir wollen das Gebäude natürlich auch öffnen, ne? Zum einen sind hier viele Spaziergänger, Wanderwege unterwegs. Zum anderen auch für Schulklassen, Kindergärten. Also man soll hier ruhig herkommen und im Rahmen dessen, dass die Betriebsabläufe nicht wesentlich gestört werden, auch sich mit dem Thema Bienen beschäftigen können. Ne? Da werden wir Führungen machen. Wir werden sicherlich so ein Tage der gläsernen Produktion machen. Ja, das wird im Prinzip so ein bisschen die Richtung sein. Ne? Also wenn man sich einfach jetzt hier umdreht, ne? Es sind halt einfach Weinberge, ne? Eichwald, Eichelberg, Schurwald ist relativ klein. Und die geringe Größe hat eigentlich ja dann auch dazu geführt, ne, dass die Weingärtnergenossenschaft sich aufgelöst hat. Und wir jetzt diese Chance haben, diese Kälter in Zukunft als Imkereigebäude zu nutzen. Da sind wir alle gespannt. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze antut. Sind da wirklich mit Spaß dabei. Wie gesagt, nächste Woche kommt das Bauholz für die Wände. Dann müssen wir irgendwie eine Zeit finden, wo wir das da reinbauen. Da muss man natürlich noch ein bisschen mit dem Wasser und Strom da drin verfahren. Und ja, also wirklich, meine Hoffnung ist wirklich, dass man das vor dem großen Einstieg in die Bienensaison zumindest so weit fertig bekommt, dass man damit arbeiten kann und dass man dann die Schönheitsreparaturen, dass man die dann im Herbst und im Winter machen kann nochmal. Ja, also wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt und sagt, hey, warum machst du das nicht so und so oder hier und hier, gerne in die Kommentare. Ich bin da dankbar. Ich habe mir zwar jetzt ein paar Imkereien angeschaut, aber ich meine, es ist ja ein bisschen ein Unikat, ne? So ein Gebäude umzunutzen für eine moderne Erwerbsimkerei. Das habe ich jetzt keins gesehen. Und klar, man muss da ein bisschen in der Raumeinteilung, in der Raumgröße, man muss Kompromisse finden, aber man hat auf der anderen Seite natürlich auch diesen Charme. Also deshalb einfach meine Bitte, wenn ihr da Ideen habt und Anregungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns dann, sehen uns ja wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache mit den Videos, ob ich dann Schritt für Schritt ein paar Tage zusammenschneide oder ob ich da wieder so Videos mache wie in der Vergangenheit. Das wird sich einfach zeigen. Ich habe auf jeden Fall die Kamera dabei und dann schauen wir weiter. Also dann wünsche ich euch noch was. Ich gehe jetzt zum Honig abfüllen. Ich habe heute das Glück, dass ich für einen Kunden eine große Menge 50 Gramm Gläser abfülle. Und ja, da braucht man ein bisschen Motivation. Und aber jetzt habe ich es die letzten 2, 3 Tage vor mir hergeschoben. Aber jetzt mache ich das heute. Und dann werde ich morgen wahrscheinlich meine Muskeln spüren. Und jo mai, so ist. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, ade.